Willkommen zu meinem ersten Genexperiment. Denn heute testen wir, welcher Townie die besten Babys macht. Natürlich weiß ich, dass diese Challenge ein wenig fragwürdig ist. Bitte vergiss nicht, Sims ist nur ein Spiel und dieses Video ist rein für deine Unterhaltung gut. Unser erster Kandidat ist wohl der berüchtigste Herzenbrecher des gesamten Sims-Universums. Applaus für Don Lothario. Der zweite Kandidat ist für mich der 0815 Familienvater schlechthin. Und das, obwohl er noch gar keine Kinder hat. Bob Pancakes. Der nächste Baby Daddy ist für mich ein absoluter Main Character. Wobei eigentlich nicht mal wirklich er, sondern seine gesamte Familie. Unser dritter Kandidat ist Mortimer Grusel. Und wer soll nun die Kinder austragen? Diese Ehre geht an das klassische Mädchen von nebenan. Hier haben wir Sarah. Und nun wird sich Sarah an ihr erstes Opfer heranmachen. Und schon hat Sarah Don in ein Gespräch verwickelt. Er ist auch sehr kokett, wie sollte es anders sein? Und wir flirten ihn einfach gleich mal an. Und nun ist auch Sarah kokett und Don ist bei allem, was wir machen, natürlich voll on board. Und schon sind die beiden miteinander im Bett gelandet. Ob dabei auch ein Baby entstanden ist? Dem werden wir natürlich gleich auf die Spur gehen. Sarah wird gleich einen Schwangerschaftstest machen. Und das erste Baby ist unterwegs. Yay! Natürlich haben wir in diesem Video jetzt keine Zeit dafür, dass ich die ganze Schwangerschaft spiele. Deshalb werde ich ein wenig cheaten. Oh mein Gott! Welche Überraschung, Sarah ist schon in den Wehen und wird gleich ihr erstes Baby bekommen. Wir nennen es Donna Lothario, einfach damit wir nicht vergessen, wer der Vater ist. Und hier ist das erste Baby. Ich würde ja sagen, es ist süß, aber irgendwie finde ich, Neugeborene in Sims 4 sehen immer aus wie echt alte Menschen. Und weil wir keine Zeit verschwenden dürfen, lernt Sarah gleich unseren Bob kennen. Etwa 2 Minuten nach der Geburt ihres ersten Kindes. Und sie küssen sich. Oh no, Bob ist in diesem Spielstand ja noch mit Eliza verheiratet. Upsi. Und jetzt gehen die beiden gemeinsam in diesen Schrank. Und sie ist wieder schwanger. Baby Nummer 2 ist auf dem Weg. Und Don flippt da hinten irgendwie ein bisschen aus. Don, geht's dir gut? Und unser zweites Kind heißt einfach Bob. Bob. Großartiger Name. Sarah und Bob haben ein Baby bekommen und es sieht genau gleich aus wie das erste. Nun müssen wir nur noch Mortimer knacken und der wartet sogar schon im Schlafzimmer auf uns. Und jetzt sitzen sie während ihrer Unterhaltung tatsächlich schon am Bett. Das ist seine Unterhose? Wow. Aber auf jeden Fall sind nun auch die beiden zusammen im Bett gelandet. Und das nächste Baby ist unterwegs. Sarah ist wieder schwanger. Und während Bob stinkt und schreit, bringt Sarah ihr drittes Kind zur Welt. Und Überraschung, es ist wieder ein Mädchen. Fast so, als hätte ich das gecheatet. Nennen sie jetzt einfach Martina Grusel, weil Mortimer und Martina, das klingt irgendwie ein bisschen ähnlich. Und nun schauen wir uns die Kleinen als Säuglinge an. Hier sehen wir jetzt alle 3 Säuglinge auf einen Blick. Donna, Bob und Martina. Ich möchte jetzt echt nicht gemein sein, aber wenn ich ehrlich bin, Bob macht mir ein bisschen Angst. Irgendwie sind ihre Augenbrauen ein bisschen böse. Aber ansonsten sind alle 3 natürlich unheimlich süß. Und nun bin ich schon gespannt, wie sie als Kleinkinder aussehen. Als Kleinkinder sind alle 3 ja unfassbar niedlich. Bei Bob und Martina sieht man eindeutig, wer der Vater ist. Donna kommt da schon eher nach ihrer Mutter. Und wie immer, wir verlieren keine Zeit und sie werden gleich zu Kindern. Und hier haben wir nun Donna, Bob und Martina als Kinder. Ich finde es unglaublich spannend, wie unterschiedlich alle aussehen. Bis auf die stechend hellblauen Augen, die haben alle von ihrer Mutter geerbt. Und hier kommt das endgültige Ergebnis. Hier haben wir Donna. Und so sieht sie als Teenagerin aus. Viel von Don hat sie meiner Meinung nach nicht geerbt, außer die Augenbrauen.
Hallo, wer bist du? Warum läufst du mir ins Bild? Und plötzlich kommt da schon der erste Mann und möchte unsere Donna kennenlernen. Du bist viel zu alt für sie. Und als nächstes sehen wir uns Bob an. Hier haben wir unsere Bob. Bei ihr sieht man eindeutig, wer ihr Vater ist. Nur die Augen, die hat sie von ihrer Mutter. Und hier kommt Kind Nummer 3. Das ist Martina. Ich finde, bei ihr hat unser Genexperiment am besten funktioniert. Sie ist wirklich die perfekte Mischung aus Sarah und Mortimer. Und mit perfekt meine ich wirklich perfekt. Seht euch bitte mal ihr wunderschönes Gesicht an. Und nun seid ihr gefragt, wer hat die besten Gene? Don Lothario, Bob Pancakes oder Mortimer Grusel? Schreibe es mir gerne jetzt in die Kommentare. Meine Entscheidung hört ihr in 3, 2, 1. Diese Runde geht an Mortimer Grusel. Willkommen zu meinem ersten Genexperiment. Denn heute